Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Smaragd Edition. Und ich kann leider nicht sagen, was letzte Folge passiert ist. Ich habe den Anschluss verloren. Ich habe seit... Die letzte Folge wurde seit vor vier Wochen hochgeladen. Das war ungefähr... Also war meine letzte Aufnahme 5 Wochen her. Ja, cool nicht. 2,5 Monate. Ich habe also komplett den Anschluss verloren, deshalb muss ich mir jetzt mal kurz mein Team angucken. Ach stimmt, ich erinnere mich. Wir wollten ein Knilz fangen, was die ganze Zeit nicht gekommen ist. Ah, ich habe übrigens was rausgefunden. Ein Knilz gibt es hier zu 20%. Und ein Bummels, das wir letztes Mal so oft gefunden hatten, gibt es hier zu 2%. Ja, 2. Wir finden ein Pokémon, das 2% Chance hat zu kommen. Öfter als ein Pokémon, das 20% Chance hat zu kommen. Das muss ich dir... Das klingt schon wie mein Musiklehrer. Das möchte ich dir sagen. Das muss ich euch jetzt ernsthaft mal so sagen. Los, Trasler. Oh, Trasler ist doch so süß. Oh. Ich glaube, wir haben immer noch nicht unseren Arena-Orden gemacht. Irgendwie sollten wir mal hier vorankommen. Wir sind in den letzten... 5 Aufnahmen nicht sonderlich weit gekommen. Oh, Knilz. Seht ihr, das Warten lohnt sich. Los, Trasler. Let's go. Und jetzt kommt der Pferde. Er kennt ein Sporenwort. Der Kampf. Ich weiß nicht, ob ich... Die Konfusion. Schlimm, hier wird zu stark sein. Beutel. Hab schon ein paar Pokebälle. Nehmen wir mal gleich den Superball. Let's go. Da ist der Knilz drin. Yeah! Das war ja so knapp. Oh nein. Er hat Tackle benutzt. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Wenn nicht, was das? Dann hole ich mir keinen Knilz ins Team. Oh. Jetzt hätte ich den Superball einsetzen sollen. Aber naja. Pokéball. 1, 2. Puh. 1, 2, puh. So. Vielleicht kannst du nicht mehr sehen mit deiner dummen Tackle. Konfusion! Bitte sei nicht tot. Schlecht. Tschüss, Knilz. Wenn du so schlecht bist und nicht mal 2 Konfusionen aushältst. Ich hab vergessen, wo ich lang will. Ach ja, genau in die Richtung. Wir hatten ja letztes Mal gegen Team Aqua gekämpft. Die Erinnerungen kehren langsam zurück. So, Metaross City. Hier. Pokémon Center. Ach, wie schön pixelig noch früher alles war. Wenn ich mir jetzt so Pokémon X und Y anschaue. Ich meine, ich hätte es schon gerne, aber ich habe kein 3DS. Ja, das ist ärgerlich. Ich habe ein Ei. Das Haus des Zerschneiders. Oh mein Gott. Vielleicht zerschneidet er uns. Na? Diese Entschlossenheit deiner Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte. Sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Er schaut uns an. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Form sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. Hm, überlegen. Er heißt der Zerschneider. Wie wird wohl die VM heißen? Surfer. Form 01. Sie enthält Surfer, habe ich ja gesagt. Surfer kann eigentlich überhaupt keine Bäume zerschneiden, das ist ja das Lustige. Ha, die haben sich verschrieben. Ja. Lol. Mein Stuhl macht irgendwelche Furzgeräusche. Ja, mein Stuhl. Nee, so ein Vollidiot bin ich nicht, der allen kämpfen umgeht. Ich hasse es eigentlich, solche Typen, die alle Kämpfe umgehen. Kämpfe sind doch das Coolste an Pokémon. Nein, es ist die Bodenarena, warum? Fährte von Trasler erkennt Steinhaupt von Kleinstein. Jetzt muss ich nur wissen, was diese Fähigkeit bringt.
der Grundschule hätte ich es noch gewusst. Confusion. Spieler besiegt. Was, Teenager Gastron? Ich hab den Namen jetzt nicht richtig lesen können. Okay, dass die Bodenarena ist. Und wir Schlammi. Schlammi, zeig uns, was du kannst. Doppelkampf. Hoffentlich. Ja! Wir sind hier mitten in einer Stadt. Na und? Meine Gestein-Pokémon müssen sich einfach austoben. Oh, sie müssen sich austoben. Teenager Dominik und Wanderer Hermann. Wie fett der ist. Soll das dann Bart sein an seiner Lippe oder diese Pixelteile da? Kleinstein. Oh mein Gott, nein. Zwei Kleinstein. Level 8. Oh nein. Mein letzter Stöttlein hat geschlagen. Okay, Pferdefahrtrassler kennt Steinhaupt. Wissen wir mittlerweile. Okay. Nehm Schuss. Mach mal den da. Noch mal einen schönen Trank auf Trasslaschen. Ich habe jetzt Lebensschuss ein. Ich mag diese Attacke. Ich mag diese Attacke. Yeah. Sie ist so schön bunt. Sie ist braun. Braun und lehmig. Also nicht hart, aber auch nicht richtig flüssig. Ja. Na, ich will kein Beutel. Ich hab schon einen. Ach! Aquaknarre. Die Redebedarf ist eigentlich reichlich gedeckt in diesen ganzen Folgen. Ich habe immer irgendwas zu reden. Und wenn ich nur die Attacken sage, die da immer unten stehen und die ihr eigentlich auch so lesen könntet. Aber ich lese euch ja gerne vor. Noch ein Kleinstein. Diese Kleinstein-Freaks. Diese kleinen Stein-Freaks. Hoffentlich habt ihr es jetzt gehört, sonst war es richtig sinnlos. Es war auch so sinnlos, aber naja. Konfusion! Schlamm hier 73. Schlammi erreicht Level 17. Oh mein Gott, nein. Konfusion. Drassler, bist du schlecht genug? Wieso bist du so schlecht, Drassler? Du kannst doch immer Kleinstein killen. Jetzt muss ich dir erstmal zeigen, wie das geht. Nämlich so. Mit Deckel. Siehst du, sogar Schlammi macht die Viecher mit Deckel fertig. Nein. Mann, 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 unser Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. 448 Pocket-Dollar. Beutel. Trank. Drassler. Beutel. Noch ein Trank. Nein, Pokémon. Für das erste Pokémon von Felicia werde ich mal doch Drassler benutzen. Pinker Strampelanzug. Das mag ich. Ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Meteor City. Ich war der Arena-Leiterin, man wissen, dass ich an der Pokémon-Trainer-Schule war, um mal umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchem Pokémon? Unser erster Arena-Kampf. Oh mein Gott, das ist nur eine pinkfarbene Strampelhose. Und so schön pixelig. Ich muss sagen, da hat mein DS sogar eine bessere Grafik. Fährte von Trasler erkennt Steinhaus. Ja, das ist... Das wissen wir mittlerweile, dass die Viecher Steinhaupt können. Angriff. Oh ja, ein Igler. Ich habe ja schon mal gesagt, was ich von solchen Attacken halte. Gar nichts. Das habe ich schon gleich geschafft. Seht ihr, ich habe alles unter Kontrolle. Es könnte doch noch etwas dauern.
hab vergessen, dass die Deppen immer mal Trank einsetzt. Boah, ein Igler. Was bekommt das für so wenig Schaden? Yeah, Entchen. Entchen sind cool. Die Entchen haben mich enttäuscht. Und wie sie mich enttäuscht haben. Wenn ich jetzt nicht mehr als erstes angreife. Ich bin tot. Oh, 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 oh. Ja. Trasta, du bist eine Enttäuschung für mein Pokémon-Team. Geh und stell dich in die Ecke. Los geht's, Schlammi. Aquaknarre. Ach. Nacht war nicht so gut. Ja. Getschi erzählt Geschichten aus seinem Leben. Das interessiert euch. Ich wusste es. Noch ein Kleinstein. Lass mich raten. Das nächste Pokémon, das sie hat, ist ein Kleinstein. Oder vielleicht hat sie... Nee, Georock auf dem Level noch nicht. Könnte sie aber. Ein Schlammi würde es trotzdem fertig machen. Was hat sie noch? Nasknet. Oh. Hässliches Vieh. Lebenschuss. To. Okay, doch nicht. Ich habe seine Initiative gesenkt. Ich fühle mich mächtig. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so mächtig. Na komm. Ich will. Hm? Friss nur deine Sinnelbeere. Die bringt jetzt auch nichts mehr. Lebensschuss! Verarsche! Ich kann diese Attacke nicht mehr sehen. Und Initiative sinkt. Schnorch. Wieso habe ich Tackle eingesetzt? Ich wollte Aquaknarre einsetzen. Ja, Tackle ist halt das Maß aller Dinge nicht. Seht ihr dieses Damage? Okay, ist jetzt doch lieber Lebensschuss ein, dann ist auf jeden Fall tot, das Vier. Wir haben unseren ersten Orden. Der fünfte wird dann schlimm. Zumindest habe ich ihn schlimm in Erinnerung. Mila besiegt Leiter Felicia. So. Ich hab verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Du verstehst überhaupt nichts. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, dieses erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Dein Mann gewinnt 1500 Poké-Dollar. Poké-Dollar. Dein Mann hat den Steinorden von Felicia. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Was? Erhöht Kraft der Attacken? Seit wann denn das? Außerdem sind sie nur in der Lage, die Form zur Schneidung außerhalb eines Kampfes. Das möchte ich auch noch geben. TM 39 erhalten. Diese TM enthält Felskrab. Oh ja, die Attacke kenne ich. Kein Pokémon, hoffentlich einmal kann. Einsatz wäre also über die Zeit. Ja, da komme ich jetzt wieder auf die neuen Pokémon-Edition zurück, die Schwarz und Weiß. Da kannst du ja mehrere Male einsetzen. Bis Schwarz-Weiß 2 habe ich übrigens alle Editionen gespielt. Dann konnte ich es nicht mehr. Geh weg! Aus dem Weg! Warte, warte doch bitte. Du kannst ja nicht einfach meine Waren stehlen. Das ist Team Aqua, die können alles. Ja, da die in dieser Folge ist ja sehr viel passiert. Mehr als in den letzten Folgen. Wir haben unseren ersten Arena-Orden. Und nächste Folge geht's weiter mit der mysteriösen Ware, die Team Aqua gestohlen hat. Deshalb werde ich jetzt nicht nochmal mit dieser Tussi reden. Hör auf, Schwester Joy, mich zu belästigen. Okay, deshalb werde ich jetzt mein Spiel speichern. Mich ans Rendern machen und sie dann so schnell wie möglich hochladen. Ja. Ja. Wir können ja mal gucken, wann die kommt. Heute ist der 23.11. Und ich verabschiede mich. Jetzt noch nicht. Jetzt gucken. Nein, machen wir nicht. Tschüss.